Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier auf der Citadel. Sagen, wann unser Einsatz beginnt oder wo oder warum. Aber Sie sind auf der Normandy, richtig? Ich habe Sie andocken sehen. Und zuletzt war sie auf der Erde. Ist Commander Shepard entkommen? So ist es doch, stimmt? Also, warum sollte er hier sein, wenn er nicht zum Rat will? Ma'am, ich darf darüber nicht sprechen. Müssen Sie auch nicht. Commander Shepard! Lady, wir könnten da was machen. Sie machen den Reißverschluss auf und ich rede mit Ihnen. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Ellis, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich nehme an, Sie wollen ein Interview. Noch besser. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Ja, okay. Wir machen, klar. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Jo. Nette Outfits. Wo ist denn... Ja, Mann ist weg. So, Hi, Keeper. Ja gut. So, Ach, ich glaube, das ist ja gar nicht mehr. Hier, Logbuch. Codex? Nee. Missionsübersicht. So, hier. Der Rat muss durch die... Wir müssen zum Rat, okay. Aber erstmal wollen wir hier erkunden, was es hier so gibt, ne? Okay, der erste Einsatz ist irgendwo in der Nähe von Caliban. Berichten zufolge sind die Kommunikationsmittel dort ziemlich unzuverlässig. Dann hinterlasse ich Videonachrichten. Das kannst du auch tun. Naja, also Sie haben gesagt, wir sollten wegen der möglichen Signalüberlastung besser überhaupt keine Nachrichten schicken. Sie wollen, dass die Daten über den Krieg durchkommen. Deswegen zählt jedes Datenpaket. Und wie soll ich dann mit dir reden? Ja, süß. Da ist noch Avina. Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf der Citadel. Dies ist Andockbucht D24. Beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. Aha. Andere Citadel-Bereiche. Andere wichtige Bereiche, die ich kennen sollte? Die Andockbucht E24 wurde kürzlich zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Möchten Sie den offiziellen Vertreter Ihrer Spezies kontaktieren, gehen Sie bitte zu den Citadel-Botschaften. Medizinische Versorgung erster Klasse erhalten Sie im Huerta-Krankenhaus im Präsidium. Das Präsidium-Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Und die Routineüberprüfung? Wozu die strengen Sicherheitsmaßnahmen? Die neu installierten Screening-Felder beschleunigen die Abfertigung an den Sicherheitsstationen in jedem Dockbereich. Die Screening-Technologie auf der Citadel setzt topmoderne biometrische Authentisierungssysteme der Serta Foundation ein. Beachten Sie bitte, dass jeder Versuch, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, zu sofortiger Verhaftung führt. Na sonst? Und so, sonst so? Was gibt es hier sonst noch? Sie befinden sich im Dockbereich D24. Ihre biometrischen Daten erlauben Ihnen den Zugriff auf weitere Informationen über diese Bucht. Das ist die Luftschleuse, die aktuell dem Allianzschiff Normandy zugewiesen ist. Ein Blick aus dem Fenster der Bucht zeigt Ihnen einen der wunderbaren Ausblicke, für die Citadel berühmt ist. Und der Wartebereich? Was ist mit dem Raum da drüben? Dort warten alle, die mit Neuankömmlingen sprechen wollen. Daneben befindet sich die Sicherheitsabfertigung. Höchst interessant. In Ordnung. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich.
Hat die eigentlich kein BH an, Avina? Mal guck dir mal diese Spitzen an, man kann sich immer noch aufschlitzen. Wett. So, ich bezweifle, dass wir hier durch können. Ah, okay, dann können wir ja quasi nur in die Richtung, oder warte, können wir in die Richtung auch noch. Zip. Zip, 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 okay. Da ist nix. Nur Verwaltung. Wo kommen wir hier hin? Zum Fahrstuhl. Wo geht's denn da hin? Ach so, nur Fahrstuhl. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Da geht's in die Botschaften und ins Krankenhaus. Ne, das will ich noch nicht. Das ist eine schöne Station. Also finde ich immer super. Was? Sie müssen den Rat besuchen? Achso, ich will noch nicht gehen. Ach komm. Ist voll hier, ne? Alle. Die da. Das sah ja so aus, als hätten die da so ein kleines Sektchen auf dem Tisch stehen. So. Ah, ich mag die Station. Das ist halt echt schön. So, wir gehen erstmal ins Huerta-Krankenhaus. Das ist ein Espanol-Krankenhaus. Ankunft beim Huerta-Krankenhaus. Mhm. Das sind wahrscheinlich Ärzte, alle Sachen, alle Katzen, alle Rianer sind wahrscheinlich alle Ärzte. Und ich liebe diese Station, ne? Sie haben mir erzählt, dass sie das Baden verweigern und nur mit einer anderen Asari sprechen wollen. Richtig? Kann ich eine Waffe haben? Nein, tut mir leid. Könnte ich dann vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegt werden? Eins ohne Sicherheitszone. Dort wäre eine Waffe doch kein Problem, oder? Und keine Menschen. Wo immer sie mich hinschicken, es sollte dort keine Menschen geben. Die Menschen sind unsere Verbündeten. Sie trauen ihnen nicht? Nein, darum geht es nicht. Wie sehen meine Augen aus? Welche Farbe haben sie gerade? Vielleicht sollten sie mir einfach erzählen, was passiert ist. Vielleicht. Ach, das ist so wunderschön hier, ne? Ich würde am liebsten einmal durch die komplette Zitadelle laufen. Aber das ist eh so eine riesige Stadt, da kann man wahrscheinlich eh nicht komplett. Da sind Vögel! Und ich finde, hier erkennt man das besser mit dieser, wie das Ding aufgebaut ist. Ach ja, schön, dass die sie so wieder so reparieren konnten nach dem Angriff der Sovereign in Teil 1. Was haben wir da? Sirta-Vorräte? Blumen. Komm, wir kaufen Blumen. Achso, wir kaufen Blumen für sie und... diese Süßwaren sind nur für Lebensform auf Basis linksdrehender Aminosäuren. Ja, die haben wir. So, was? Nein, ich will Blumen kaufen. So, und Süßigkeiten. Süßigkeiten. Was haben wir hier? Rumi in Gedanken. Brauchen wir nicht. Tränenleder der Ebenen brauchen wir nicht. Und die Liebe fiel hin. In der Mannigfaltigkeit. Geschichte, Gedichte von Alfred Tennyson. Ja, kommen wir später vielleicht mal. Ah, jetzt haben wir Blumen und... Besuchen die in der Spielerkammer ja in ein Geschäft. Jetzt haben wir für Ashley erstmal Süßigkeiten und... Blumen. Und da ist Dr. Michel und Dr. Chakwas. Da ist Shepard, ja. Dr. Chakwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shorter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Wie ist es Ihnen entgangen? Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandie wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecher verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ich finde, Sie gehören auf die Normandie.
Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Dann willkommen an Bord. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. An Dockbuch D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht zu früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Ich mag Dr. Chuck was. So, Dr. Michel. Commander Shepard, ich bin Chefärztin Dr. Chloe Michel. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sie sind sicher wegen Lieutenant Commander Williams hier. Ist sie okay? Wie geht es, Ashley? Schweres Kopftrauma, aber wir konnten die Schwellung reduzieren. Bei solchen Verletzungen weiß man nie. Sie ist noch ohne Bewusstsein, aber ihre Vitaldaten sind gut. Ich bin optimistisch. Sie können zu ihr, wenn Sie möchten. Am Ende des Ganges. Die Flüchtlinge, ne? In diesem Krieg werden viele Verletzte obdachlos. Können die Citadel-Kliniken sie alle aufnehmen? Bis jetzt geht's, aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Das ist wahr. Und Vorräte, haben Sie da genügend? Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Und die Klinikbelegschaft, wie geht's der? Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele Untergebene. Wir haben 12 Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend, ganz anders als früher in den Bezirken. Ja, ist jetzt kein so großes Krankenhaus anscheinend. Die Uniklinik hat mehr. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. 50 Schwestern, das ist ein Bezirkskrankenhaus in so einer kleinen Ministadt vielleicht. Das haben wir. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Der Patient ist erst einmal stabil. Das war ganz schön knapp. Gute Arbeit, Dr. Freilich. Ein Neurosplint ist immer noch die beste Methode. Ich sehe nach, ob wir die erforderlichen Spezialbandagen haben. Wir treffen uns dann wieder hier. Mhm. Wer ist hier? Ah. Ash. Es hat sie ziemlich erwischt, Williams. Ich war besorgt. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen so geht. Ich denke an Sie. Es tut trotzdem gut, Sie wiederzusehen, Ash. Sehr gut. Ruhen Sie sich aus, okay? Wenn es Ihnen besser geht, reden wir über alles. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay, dann gehe ich mal wieder. Wir sehen uns bald. Jetzt kann ich... Ach komm, ich wollte Blumen da reinstellen. Das ist unfassbar. Wer ist hier? Ja, einfach hier rein, ne? Ist bestimmt ein OP-Saal oder so, wie es aussieht. Aber muss auch schön sein, ne? So eine Aussicht ist ja eh super. Und OP-Saal, ne? Hier so bei der Aussicht. Hat nicht jeder. Ich hatte nicht erwartet, Sie so schnell wiederzusehen. Naja, wir müssen Ihnen die nächste Ladung Antibiotika verschreiben. Wegen meiner Entlassung? Ich habe schlechte Nachrichten. Ihr Trupp hat das Medigel zwar ordnungsgemäß verabreicht, aber die Wunde hatte sich bereits infiziert, als sie gefunden wurden. Es tut mir leid, aber wir müssen ihr Bein unterhalb des Knies abnehmen. Was? Aber ich verstehe nicht. Es tut nicht mal weh. Würde es aber, wenn wir die Schmerzmittel absetzen, Lieutenant. Hm. Ja, das ist der Krieg. So, was haben wir hier? Hier ist halt gar nichts. Okay. Gut. Dann hätten wir da... Wir können hier raus? Ja, schon. Ich dachte schon, wo kommen wir denn sonst hier hin? Ach ja. Schön. Schön.
Und mit den Blumen weiß ich jetzt nicht, was ich noch machen kann. Aber es ist prinzipiell jetzt erstmal nicht schlimm. So, in die Citadel-Botschaften. Ah, schön, die Ladezeiten sind... Die Ladebildschirme sind relativ... Okay, auf jeden Fall. Also es ist nicht lang. Teilen Sie bitte dem Primat mit, dass das Wohlprotektorat das Allianzprojekt unterstützen möchte. Wir hatten einen proteanischen Obelisken, der sicher nützlich gewesen wäre. Leider ging er im Würgeschlund verloren. Dennoch sind wir entschlossen, sowohl dem Turianischen Reich als auch der Allianz der Menschen zu helfen. Ach ja, ich finde es aber schön, hier den Gesprächen zuzuhören. Da ist die Botschaft der Menschen, das heißt, da gehe ich später rein. Es ist auch, also ich könnte hier einfach wohnen, ne? Ich würde hier einfach stehen. Jeden Tag. Wenn wir hier hingucken. Ich muss alles angucken. Hier, den ganzen Verkehr würde ich mir jeden Tag angucken. So. Was haben wir denn hier? Irgendjemand redet immer. Hallo, meine Liebe. Könnten Sie mir wohl helfen? Ich suche meinen Sohn. Aber darüber haben wir doch bereits gesprochen. Ich habe Ihnen von seiner Mission erzählt und... Unsinn. Ich habe gerade die Formulare ausgefüllt. Er ist sehr verlässlich, wenn er im Einsatz ist und meldet sich jede Woche. Aber jetzt habe ich schon lange nichts von ihm gehört. Einen ganzen Monat? Egal. Jedenfalls möchte ich einen Antrag auf Dringlichkeitskontakt einreichen. Ja, natürlich, Ma'am, aber in seiner Akte steht, dass für ihn gar kein Kontaktverbot gilt. Oh, Sie haben bereits nachgesehen. Sehr freundlich, wirklich. Ich mache mir Sorgen. Es ist untypisch für ihn, dass er sich so lange nicht meldet. Sobald ich etwas erfahre, Ma'am. Ich informiere Sie, sobald ich etwas erfahre. Vielen Dank. Sie sind eine nette junge Frau. Wissen Sie, Sie erinnern mich sehr an meine Schwiegertochter. Ja, ja, es leiden viele in diesem Krieg. Es leiden viele. So, was haben wir denn hier? Zixbüro, müssen wir da hin? Wir haben hier keinen Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Seesicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Ach, die Frau von Al Jazeera, die Frau. Commander Shepard, Commander, die Menschheit hat Fragen. Scheiß Presse. Sie wahren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Warum haben Sie den Job angenommen? Wenn das so ist, warum haben Sie denn angenommen? Man weist Ratio Udina nicht zurück, Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie geschmeidig. Könnte hilfreich sein. Ich mache mir gern wieder die Finger schmutzig. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Joa. Und ich würde sagen, hier können wir einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.